Ja, ich meine, warum shorten Sie nicht? Ich saß mit Hannes Androsch, dem ehemaligen österreichischen Finanzminister, war Wunderkind, ist aber lange her, ich weiß gar nicht, ob er noch lebte, klar. Wie auch immer. Also dem saß ich in einer ORF-Talkshow 2009 im Frühjahr und dann fragte ihn die Moderatorin ganz aufgeregt, aber Sie haben doch jetzt viele, viele Millionen verloren. Ich dachte, ich habe nichts verloren. Mal gehen die Kurse rauf, mal gehen sie runter. Ich habe die Aktien noch. Also von daher ist ja auch die Frage, was ich als Verlust definiere. Ja, warum shorte ich nicht? Ist mir zu stressig.